Nun denn, machen wir weiter. Ja, wir wollen den Flüstership einbauen bei Miller. Da komme ich aber noch nicht rein. No way. Ah, gut, ich wollte nur noch mal nachgucken. Ja, das ist genau da, wo wir hin müssen. Ja, ich habe, wo ich die Folgen hochgeladen habe, habe ich mir das natürlich angeguckt. Oh, Sekunde. Und ich habe Erschreckendes gesehen. Ja, auf jeden Fall, dass ich wieder zu schnell unterwegs bin. Und ja, das mache ich nicht nochmal. Nein, auf keinen Fall. Ich werde alles so gründlich machen wie sonst auch. Und vielleicht dauert ein bisschen länger, aber dann wäre ich nicht, das wäre das nicht. Ich wäre das nicht. Nein, auf keinen Fall. Das ist halt so. Und was haben wir hier? Zwei können wir hacken. Und das werde ich abändern. Da könnt ihr einen drauf lassen. Und ja, sonst. Ah, ich hab's ja gedacht. Ja, das klappt eh nicht. Ja, dann wäre nicht ich. Das wäre nicht ich, genau. Nein, auf keinen Fall. Und ja, ich würde mich dann verlassen. Wenn ich ehrlich bin, ich würde mich verlassen. Und vielleicht kann ich ein bisschen was ändern. Ja, auf jeden Fall. Das tut bestimmt auch gut. Aber no, no way. So nicht. Nein, genau wie die Codes. Gut, dass ich die im Kopf hatte von den letzten. Und ja, das passiert mir ja nicht bei jedem. Nein, ich sage ja, siehst du überall Alkohol und alles Sprittis hier. So, Flüstership benutzen. Alex, der Flüsterchip ist drin. Moment. Verdammt, Adam. Wird es gerade benutzt? Ja, sehr. Scheiße, ich muss weg. Ja. Agent Jensen, in mein Büro. Sofort. Ja, ist ja gut. Zu spät. Leider. Ja. Hier komme ich noch nicht rein, ne? Das ist, glaube ich, doch. Oh, siehst du wohl. Hacking. Ja, Moment. Da habe ich das. Gehen wir, ach, kann ich gar nicht. Ich muss hier lang. Ja. Ja, 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 ja. Ey, das könnte in die Hose gehen. Na, 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 na. Ja, hab ich mir gedacht. Scheiße, jetzt habe ich nie abgestoppt. Egal. Jetzt müssen wir natürlich erstmal nach Miller. Mal gucken, was der will, der Kamerad. Hi. Agent Jensen meldet sich zum Dienst, Sir. Yeah. Hab schon mal versucht, aber Sie hatten eine Telefonkonferenz. Mhm. Ja, richtig. Muss ich mir Sorgen um Sie machen, Jensen? Wieso? Wie bitte? Der Systemschock. Macht er was in Ihrem Kopf? Lässt er Sie irgendwelche Dinge tun? Ich werde nicht durchdrehen und Leute angreifen, falls Sie das meinen. Genau. Dann wurden Sie also durchgecheckt? Das Problem mit Ihren AUX ist behoben? Ich habe mich darum gekümmert. Gut, gut. Gott weiß, dass ich Sie nach den aktuellen Vorfällen zu 100% einsatzfähig brauche. Bin ich. Sie klangen verärgert, als Sie mich angerufen haben. Alles okay? Nehmen Sie nie einen Bürojob an, Jensen. Sobald Ihnen ein Schreibtisch am Arsch klebt, geht's nur noch um Politik. Machen die Bosse Ihnen Ärger? Was? Ach das. Nein, das Problem ist die Staatspolizei. Sie drängt uns aus der Rosika-Ermittlung raus. Ich will, dass Sie vor Ort sind und das verhindern. Sie setzen mich auf den Bahnhofsanschlag an? Nicht auf Dubai? Vergessen Sie Dubai. Das macht MacCready. Na gut, Sekunde. Ja komm, wir nehmen das an. Und was soll ich da jetzt beharren? Gut. Ich dachte, ich müsste darum kämpfen, den Fall zu kriegen. Wer immer gestern die Bomben gelegt hat, wird dafür bezahlen. Richtig. Und wir müssen herausfinden, wer Sie sind, bevor die Staatspolizei unseren Tatort ruiniert. Sie sagten, die wollen uns rausdrängen? Ich habe heute Morgen Fletcher hingeschickt, um die Spurensicherung zu überwachen. Vielleicht ist er verhaftet. Hat sich noch nicht gemeldet. Das können Sie gar nicht.
Die Tschechische Republik hat unser UN-Mandat unterschrieben. Bei Terrorismus sind wir zuständig. Naja, der frühere Direktor Ihres Geheimdienstes leitet jetzt die Staatspolizei. Er hat ein Schlupfloch gefunden und behauptet, der Anschlag falle unter die Ausnahme innerstaatlicher Terror. Innerstaatlich? Also die ARC, die Augmented Rights Coalition. Seine Meinung ist unerheblich, selbst wenn er recht hat. Ich will, dass wir vor Ort sind und es rausfinden. Also, wo fange ich an? Sie müssen mit unserer Psychologin sprechen, bevor Sie wieder in den Einsatz dürfen. Ich brauche keinen Seelenklempner. Praktisch, weil er zurzeit nicht im Büro ist. Und ich will nicht noch mehr Zeit vergeuden. Wie komme ich nach Rosika? Dort halten keine öffentlichen Verkehrsmittel. Für Sie schon. Sobald ich ein Telefonat geführt habe. Gehen Sie zur U-Bahn und rufen Sie mich dann an. Viel Glück, Agent. Ja, klasse. Alles für mich und für den Mann. Ja, logisch. Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Absolut. Oh, ein Tool. Geil. Hey, den hat hier jemand ausgeräumt. Ist das schon aufgefallen? Oh Mann. So, was ist hier noch drin? Ja, klar, Sprit. Was? Wieso heilige Scheiße? Da komme ich da jetzt noch gar nicht rein, oder? Ne, ist auch egal. Ich glaube, Fing ist süchtig nach Adrenalin. Ja, das stimmt. Vollkommen süchtig. Das ist ein Süchtel. Absoluter Süchtel. Gut. Nee, das ist, ja. Genau. Jensen, stimmt doch, oder? Singh. Agent Singh, hätte nicht gedacht, Sie nochmal zu sehen. Noch dazu in Zivil. Bin nur auf der Durchreise. Ich wollte Ihrem Team für Dubai danken. Die Operation war schneller zu Ende als der Sturm. Gern geschehen. Aber Sie wollten sich doch sicher nicht nur bedanken. Direktor Miller hat mich gebeten, Agent McCready zu briefen. Jetzt geht's mit dem Nachtflug zurück nach Oman. Fangen Sie im dortigen Büro an? Nicht genau. In einer unserer Geheimanlagen. Ich werde als Gefangener eingeschleust, nehme Kontakt mit den Häftlingen der Djinn auf und führe dann einen praktischen Ausbruch an. Erneuter Kontakt mit den Djinn? Ist das nicht sehr riskant nach allem, was passiert ist? Geht nicht anders. Der Hinterhalt hat alle kalt erwischt. TF-29, Bell Tower, die Djinn. Um voranzukommen, muss ich zurück. Hoffentlich steht meine Tarnung noch. Wovon ich nach Ihrer Aktion mit dem Signalverstärker im Hotel ausgehe. Glauben Sie, die Djinn nehmen unsere Eindringlinge schneller ins Fadenkreuz als TF-29? Möglich. Sie mögen keine losen Enden. Ein augmentierter Todestrupp mit Militärausbildung. Ist Ihnen sowas schon mal begegnet? Ja, einmal. Ist aber eine lange Geschichte. Oh ja, Aufräumaktion? Hat uns die Aufräumaktion etwas gebracht? Hauptsächlich Leichen. Schwer augmentiert, wie Sie wissen. Unter den Goldmasken war keine Identifizierung möglich. Keine Finger- oder Zahnabdrücke. Keine DNA-Übereinstimmung. Profis. Könnten Ex-Bell Tower sein. Viele Menschen und Material sind nach dem Zwischenfall verschwunden. Vielleicht eine feindliche Gruppierung, die Shepards Verkauf abgehört hat. Durchaus möglich. Die Ermittlung wird noch Jahre dauern. Und erst dann wissen wir, wie viele Ratten das sinkende Schiff verlassen haben. Wenigstens haben wir die Waffen. Unregistriert. Erste Klasse. Militärische Augmentierung. Genug für ein paar Exemplare von Ihnen. Wahnwitz. Das lacht keiner. So ist die Welt, in der wir leben. Jeder, der nicht dem Waffenaugmentierungsverbot unterliegt, ist ein nützliches Werkzeug. Oder ein Terrorist. Eins von beiden. Wer immer Sie waren, Sie wussten genau, wann der Deal steigt. Kann es sein, dass Sie direkt aus Dubai kamen? Nein. Dubai wurde nach dem Zwischenfall zum luxuriösesten Grabstein der Welt. Perfekt für die Djinn. Aber für niemanden sonst. Ich dachte, die Augmentierung von Menschen würde im Mittleren Osten missbilligt. Warum hat es Dubai so hart getroffen? Weil es eine andere Welt war. Sogar zwei andere Welten. Eine mit extremen Augmentierungen in Gold oder Kristall. Und eine mit tausenden Arbeitern, die Augs für den Bau bekamen. Und an jenem Tag. Ich weiß. Nein, tun Sie nicht, Agent Jensen.
Manche nannten es göttliche Bestrafung, aber dieser Tag war nicht das Werk eines barmherzigen Gottes. Ja gut. Ich beneide Sie nicht um Ihren Job. Ehrlich gesagt, freue ich mich sogar darauf. Wenn man lange genug undercover war, fühlt man sich hier in der realen Welt wie ein Hochstapler. Ja, das kann ich nachvollziehen. Genauso gut Geister sein. Wunderherrlich. Schauen wir mal. Ja, das sind natürlich schöne Sachen, die man hier... Pistolen, Munition, ja, die muss ich frühzeitig sammeln. Was haben wir denn hier da drin? Ah, das bin ich. Ach nee. Aria Gento. Schießwettbewerb, den brauchen wir nicht. Dura-Mission. Diese Leute könnten genauso gut Geister sein. Trost. Ich lasse es kurz stehen, dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, natürlich durchlesen. Und wenn nicht, dann nicht. Neuropuzin-Bestellung. Ja, der Doc. Der begreift nicht, dass ich die nicht brauche. Nö. Sehr gut. Das ist so ein allgemeiner Computer wahrscheinlich für jedermann. Ja, wir hätten jetzt nicht hier rum. Ja! Was? Hast du gerade was gesagt? Ich habe DNA-Checks bei sämtlichen Agenturen durchgeführt. Nichts. Na gut, dann nicht. Nee. Ja. Brauchen wir aber nicht. Winston Black. Genau da muss ich dran. Da muss ich hin. Ja. Das weißt du doch. Meistens schlechter Nachtwein. Ein oder zweimal die Woche. Hi. Stör dich nicht an mich. Nö, einfach nicht stören da dran. Ich bin gar nicht da. Wo ist da? Was er? Zack. Präventivmaßnahmen wären toll, nur wo sollen wir anfangen? Nee. Hast du recht. Ich prüfe die Sicherheit dir, was du gerade da machst. Das ist, glaube ich, ein IT-Mensch. Ja. Das letzte Team ist direkt in einen Hinterhalt gelaufen. Ja, das ist richtig. So, da ist er, der Schalldämpfer. Der will wir benutzen. Und das schließen. Ja, da hast du echt, das ist wirklich wahr und ich bin auf deiner Seite, auf jeden Fall. Und, was machst du hier? Wir haben nie ein offizielles Okay aus Indonesien bekommen, also... Nee? Was war das denn jetzt? Achso. Oh, Mist. Gestern Nacht hat wieder jemand versucht, unsere Firewall zu knacken. Oho. Das letzte Team ist direkt in einen Hinterhalt gelaufen. Nicht so gut, das sage ich dir. Ich muss mal eben kurz mein Handy... Mann. Sorry, Leute. So, weg damit. Ach. Ja, nun, was soll ich dir sagen? Ich kann dir da auch nicht helfen. Nein. Ich muss noch... Oder ist das unten? Ja, unten ist das. Genau. Ist das hier drin? IT? Nee, aber hier ist schönes Zeug. Ja. Ja. Komm, dann nehmen wir auch noch mit. Nein, wir fangen jetzt noch nicht an zu hacken. Nein, dann machen wir... Hau ab! Briefing Room. Halt. Da ist schönes Zeug drin. Ja, und wie. Alles geiler Stuff. Oh, am PDA. Sehe ich gerade. Da ist bestimmt ein Code drauf. Ja, die ich dann nie nutzen kann. Ach, was krieg ich denn? Warte mal. Staatsfreundin, ja, hat mir sogar... Eine Lagerhütte. In der einige deiner Dwellis möglicherweise Geld für ihre Freunde... Innenhof? In dem Innenhof? Hm, das kann ja nur gegenüber... Ja. Aber wo ist jetzt? Ja, ich suche. Einen ganz bestimmten jetzt. Ja, halt. Nein, hier sieht das scheiße aus. Ist das hier? Ja, hier ist das, genau. Oh, oh. Hier konnte ich ja das noch nicht hacken. Nee, aber jetzt kann ich da, ne?
Nee, 3, immer noch nicht. Weißt du was? Ich hab jetzt die Faxen dicker, ey. Wir machen jetzt. Wir brauchen nicht ja so oder so. Zack, fertig. Nein. So, jetzt wird gehackt, was das Zeug hält hier. Nein, dich mache ich noch nicht. Dann lassen wir das auch. Ja, ja. Zugriff gewährt. Also, geht doch. War knapp. Das war arschleng. Ja, grauer Hut. Jetzt habe ich einen grauen Hut. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Oh. Nehmen wir auch. Und jetzt guck ich mal, ob ich hier schon reinkomme. Ja, aber so weit von komme ich hier rein. Sekunde. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Oh oh. Ich kann noch einen reinhauen. Das ist ganz übel. Egal, aber es lohnt sich. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Das sind 3000. Das ist doch was Feines. So, da halt. Och nö, sag jetzt nicht, da ist, steht der Code. Ach, da steht der Code. Jo. Ja, das meine ich mit dem schnell machen, weil ich dann hier beim Play bin und. Ja, und. Jetzt kotzt mich schon wieder an. Aber gut, ist ja nicht so tragisch. Dann sehen wir wenigstens die ganzen Sachen schon bei der Arbeit. So habe ich es euch schon mal gezeigt. Ja, hey, Aria. Adam, Anforderungsformulare für MacReady und seine Jungs auszufüllen ist zwar langweilig, aber ich will ihm keinen Grund geben, doch noch Nein zu sagen. Hä? Nein sagen? Wozu? Machen Sie Witze? Sie sind im Moment unser einziger aktiver, augmentierter Agent. Ich will das ändern und frage jede Woche nach, aber bisher Erlaubnis verweigert. Interessant. Gibt's auch einen Grund dafür? Angeblich ist mein Stressniveau zu hoch. Ich soll Meditationskurse belegen und Cheng mitnehmen, damit er nicht mehr ständig die Sicherheitscodes ändert. Dabei wollte ich wirklich rausfinden, wer diese Typen in Dubai waren. Naja, Stressniveau? Hm. Sie sagten, ihr Stressniveau beeinflusst ihre Chancen, Agentin im operativen Dienst zu werden. Warum? Ich habe eine seltene Neuropozyn-Unverträglichkeit und brauche deshalb mehr als normal, vor allem in Stresssituationen. Die sagen, das wäre zu teuer. Es ist also nicht nur Diskriminierung. Das wäre einfacher. Es kommt einiges zusammen. Naja, diese Kombination ist in Prag ziemlich unangenehm, zumal es eher schlimmer wird. Ich weiß, aber nur Interpol wollte mir eine Chance geben und jetzt habe ich diesen Posten. Ich habe damit kein Problem. Ich mache, was man mir gibt. Gut. Ja, gut. Ich habe mich monatelang in der Reha an meinen neuen Arm gewöhnt. Ich musste alles neu lernen. Schießen, Stiefel schnüren. Aber ich habe es geschafft. Und ich bin besser als vorher. Ich will und kann helfen, draußen im Einsatz, wo ich was bewegen kann. Sie wissen das. Und wenn Sie es können, kann ich es auch. Nicht aufgeben, Aria. Semper Fi. Hurra. Hurra. Mhm. Genau, und Cheng? Genau. Als Cheng nach dem Anschlag alle Codes geändert hat, geschah das auf Befehl? War unsere Anlage wirklich ernsthaft bedroht? Möglich. Ich glaub's aber nicht. Sie kennen ihn ja. Aber er hat diesmal nicht als einziger überreagiert. Viele sind seit über 36 Stunden hier. Und die Staatspolizei war nicht gerade kooperativ. Kann ich mir vorstellen. Es hat Stunden gedauert, bis wir die Überwachungsaufnahmen vom Bahnhof und der Umgebung hatten. Anscheinend vertrauen sie Interpol nicht. Ich kann Chengs Paranoia fast verstehen. Hm. Wobei Cheng niemandem vertraut und schon gar keinem Gesetzeshüter. Er war ja vorher schon nervös, aber seit dem Anschlag ist er noch manischer. Er sieht Verbindungen, die sonst keiner sieht, und einige davon gibt es sicher gar nicht. Explosionen können empfindlichen elektronischen Geräten nun mal schaden. Ach ja? Sagen Sie ihm das mal. Dubai-Ermittlung? Unfassbar, dass Miller den Goldmaskenfall MacReady gegeben hat. Oh, tut mir leid, Adam. Sie waren ja auch da. Sie sind bestimmt genauso wütend auf diese Typen in Dubai wie MacReady. Was wäre passiert, wenn sie nicht da gewesen wären? Agent Singh hätte getötet werden können. Und es hätte schlimmer sein können. Darum muss ich diese Kerle finden. Vielleicht biete ich MacReady mal meine Hilfe an.
Viel Glück dabei. Mich hat er angeschissen, als ich ihn gefragt habe, ob ich helfen kann. Ich hätte seine neue Zugangskarte behalten sollen. Ich will ihn nicht auf meinem Schießstand. Okay, dann lasse ich Sie mal weiterarbeiten. Sicher. Bis später. Ja, genau, bis später. Oh, da liegt so ein geiler Stuff hier, Leute. Oh, ist das nicht geil. Oh, herrlich. Ja, und da drin. Ah, herrlich. Oh, halt. Wie kann ich hier so dran? Zack. Nehmen wir mal mit, so eine Minenmatrix. Ist nie verkehrt. Nein. Und ja, mit dem Bild würde ich euch doch sagen, lohnt sich. Ich nehme mal an, wir sehen uns bei Chang wieder. Und weil der ist so ein bisschen Paranoia. Okay, bis später.